What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu mir. Und ich möchte euch meine Tasse präsentieren. Das ist eigentlich ein Geburtstagsgeschenk für eine Freundin, aber wir haben uns noch nicht wieder gesehen. Und jetzt freue ich mich jeden Morgen über diese super hässliche Tasse. So Leute, ich möchte heute mit euch sprechen über Kaffee. Und ich möchte vorab sagen, keine Sorge, das wird kein vegan, healthy lifestyle, Kaffee ist ungesund Video, auf gar keinen Fall. Das müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr Kaffee trinkt oder nicht. Ich habe eine Studie gesehen, dass Kaffee irgendwie auf Platz 1 der ungesündesten, krebserregendsten und sauren Lebensmitteln gehört. Auf der anderen Seite gibt es Studien, die irgendwie besagen, dass Kaffee super gesund ist. Ich habe keine Ahnung. Ihr müsst es selbst entscheiden, ob ihr Kaffee trinken wollt oder nicht. Das wollte ich nur damit sagen. Aber es gibt eine andere Sache, weswegen ich euch erzählen möchte, warum ich seit letztem Jahr keinen Kaffee mehr trinke. Denn Kaffee hat bei mir ein großes, großes Problem gesolved. Das möchte ich euch heute erzählen, weil eventuell hat der ein oder andere von euch bewusst oder unbewusst dasselbe Problem und kann es lösen, indem ihr einfach das ausprobiert, was ich gemacht habe. Und because of that, I want to tell you a story right now. Ich habe vorher niemals über Kaffee nachgedacht. Ich habe immer gesagt, ich bin kein Kaffeetrinker, weil ich trinke nur morgens eine Tasse. Ich habe den Kaffee auch niemals getrunken, um irgendwie wach zu werden bewusst, sondern ich mochte den morgens. Das ist der Geschmack von Kaffee. Und dann hatte ich aber diese Reportage gesehen, von der ich eben erzählt habe. Und mein Freund hat aufgehört, Kaffee zu trinken. Auf einmal. Und ihm ging es 3 Tage richtig schlecht. Er hatte total die Entzugserscheinung, was mich aber nicht gewundert hat, weil er wirklich sehr, sehr viel Kaffee davor und sowieso insgesamt sehr viel Koffein zu sich genommen hat. Auch in Form von Energy Drinks und so ein Zeug. Aus irgendeinem Grund sind wir nachmittags zu einer Diskussion gekommen. Es ging nämlich darum, dass ich hatte immer das Problem, dass ich müde bin. Seit mehreren Jahren war ich immer müde, immer nachmittags. Ich bin von der Schule gekommen oder auf der Arbeit. Also sobald der Chef rausgegangen ist, habe ich mich manchmal mit dem Kopf auf die Tischplatte gelegt, weil ich gedacht habe, mein Körper ist so schwer, so schlapp, ich kann nicht mehr denken, ich will mich einfach nur noch ins Bett legen und schlafen. So eine Schlappheit und Müdigkeit, dass ich zum Arzt gegangen bin und damals mir ein Blutbild, also ein großes Blutbild habe machen lassen. Und ich hatte damals wahrhaftig ein bisschen Eisenmangel und habe dann aber irgendwie so Präparate bekommen. Ich habe 1000 Sachen gegoogelt, habe gedacht, ich hätte die famosesten Krankheiten, einfach nur, weil ich gedacht habe, es kann nicht normal sein, dass ein Mensch immer müde ist. Dann auf einmal kam mein Freund auf die Idee und sagte, vielleicht hast du Koffeinentzug. Und ich habe gesagt, du spinnst, das kann überhaupt nicht sein, ich bin kein Kaffeetrinker, ich trinke morgens nur einen Kaffee. Und hat er gesagt, nur weil du nur einen Kaffee am Tag trinkst, heißt das nicht, dass du keinen Koffeinspiegel in deinem Körper aufbaust. Und ich natürlich, ja, du bist jetzt gerade auf deiner Koffeinentzugsgeschichte hängen geblieben. Habe dann aber ein Experiment gestartet, weil es in meinem Kopf doch irgendwie Sinn gemacht hat. Und habe angefangen, 2 bis 3 Kaffee am Tag mit mehreren Stunden dazwischen zu trinken. Und dann ist mir aufgefallen, wow, ich bin nicht mehr müde. Da hätte ich natürlich sagen können, gut, Problem gelöst. Ich trinke jetzt einfach 2, 3 Kaffee am Nachmittag. Aber irgendwie hat mich das gestört, weil ich muss auch dazu sagen, ich habe einen leicht empfindlichen Magen. Kaffee tut meinem Magen auf Dauer immer nicht so gut. Zudem habe ich bei Kaffee auch das Gefühl, dass es mich nicht so geil wach macht, sondern ich habe das Gefühl, dass Kaffee einen manchmal so verballert wach macht. So, man ist zwar irgendwie, der Körper ist aufgedrehter, aber der Kopf ist irgendwie schläfrig. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache jetzt den Test. Ich höre jetzt auf, Kaffee zu trinken. Habe gedacht, ja, ganz easy peasy. Am nächsten Tag trinke ich halt keinen Kaffee mehr. Es gab ja schon mehrere Morgende, wo ich keinen Kaffee getrunken habe. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Ich war sehr müde, sehr schlapp. Das ging so 3, 4 Tage und dann habe ich gemerkt, dass es aufgehört hat. Habe mich ein bisschen schwer getan, morgens was anderes zu trinken als Kaffee, aber na, ich mache es jetzt schon ein halbes Jahr und ich denke gar nicht mehr an Kaffee. Also man kann sich ja echt alles an- und abgewöhnen. Das ist so crazy. Long story short, die Müdigkeit ist weg. Ich stehe morgens auf, brauche 5 Minuten, bis ich vernünftig wach bin. Ich werde relativ schnell wach morgens, wirklich. Also schneller als vorher. Und mir geht es einfach den ganzen Tag gleich. Über Jahre habe ich Krankheiten gegoogelt, habe meine Ernährung umgestellt, habe 1000 Sachen, habe mir irgendwelche Vitaminpräparate gekauft, was natürlich alles mit einspielt, ja, also die Ernährung sowie Nikotin, sowie Alkohol oder Bewegung, mangelnde Bewegung kann natürlich alles zu Müdigkeit führen, aber bei mir hat wirklich den Großteil meiner Befindlichkeit kam vom Koffein anscheinend. Ich wollte das einfach nur erzählen, weil ich gedacht habe, vielleicht geht es irgendwem auch so. Vielleicht denkt ihr jetzt auch, Jaco, die ist total bescheuert. Ist mir doch total klar, dass das so ist. Mir war das nicht klar.
Ja, ich war unwissend, habe mein kleines Käfflein geschlüppert. Wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt schon Bundeskanzlerin, wenn ich das früher gemerkt hätte. So, wie gesagt, falls ich trink Kaffee oder trink nicht Kaffee, ist mir scheißegal, ihr könnt trinken, was ihr wollt. Ich trinke jetzt immer schwarzen Tee. Ist schwarzer Tee, grüner Tee und so, ist ja auch irgendwie eine Form von Koffein drin. Die wirkt bei mir nicht oder jedenfalls nicht so wie Kaffee. Ich habe auch mal gelesen, dass Koffein in diesen Getränken wirkt irgendwie anders. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren. Ich sage euch jetzt nicht, was gut und was schlecht ist. Ich bin jetzt hier keine große Informationsquelle. Ich wollte euch das nur erzählen, weil vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich gehe jetzt schnell und beende das Video, damit es nicht zu lang wird. Ich hab euch lieb. Tschüss.